Hui, 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 hui. Ah, einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fall Guys am heutigen Tage. Ich bin heute einem Hacker begegnet. Das habe ich dann aufgenommen, um euch jetzt zu zeigen. Viel Spaß! So, ich habe jetzt auch mal mein Mic angemacht. Ihr habt gesehen, der Typ von Team Blau, ich glaube, der da, nee, der hier unten, der hat gerade gehackt. Ich habe mir, Alter, das ist so ein komischer Zufall, weil in anderen Games wie Minecraft, Fortnite etc., es gibt eigentlich gefühlt in jedem Spiel einen Hack-Client oder Hacks. Und da habe ich mir gerade eben gedacht, gibt es eigentlich auch für Fall Guys einen Hack-Client? Eine Minute später, nicht mal eine Minute später, kommt der Typ hier um die Ecke, sprintet und fliegt durch die Map und holt sich die Bälle ab. Also das ist ja echt hier skandalös, muss man echt sagen, wie der einfach durchzieht. Apropos, wie ihr gerade gesehen habt, ich habe auch ein tolles Tauben-Outfit. Tja, das habe ich mir freigeschaltet. Ich habe mir mal den Battle Pass angesehen, der hat 40 Stufen und sind noch circa ein bisschen mehr als 40 Tage zur Verfügung, und dann, weil wir sind gerade in Saison 1 und Saison 2 startet in über 40 Tagen. Das heißt, ich habe noch genug Zeit, den Battle Pass durchzuspielen. Der Hacker war trotzdem scheiße und hat deshalb nicht geschafft. So, jetzt werde ich hier versuchen abzukürzen und zum ersten Mal dieses Level hier zu meistern, weil ich habe dieses Level hier noch nie in Fall Guys schaffen können. Weil ich immer es nicht hinbekommen habe. Ich wurde immer runtergekickt, weil viel zu viele hier oben waren. Das war nämlich das Problem. Und ja, dass sie auch immer gleichzeitig hier runter oder nach vorne schieben, das ist nämlich auch das Problem. Und dass mir die ganze Zeit Leute im Weg stehen. Das ist das größte Problem. Ich kann nicht Anlauf nehmen. Die stehen die ganze Zeit im Weg. Und zack, runter. Das ist das Ding. Ich komme nie durch, weil immer jemand im Weg steht. Deshalb hasse ich dieses Spiel. Und halt dieses Minigame. Weil immer steht jemand im Weg. Ich habe überhaupt gar keine Chance, da durchzukommen. Man müsste sich mal hier außen die Landschaft ansehen. Die habe ich mir eigentlich noch nie so betrachtet. Das sind eigentlich so voll komisch grüne Punkte, also grüne Landschaft mit irgendwelchen komischen Aufzeichnungen und diesen Punkten. Ich frage mich, was es darstellen soll. Es ist natürlich hier so eine Art Comicfiguren. Hopp, durch da. Zack. So, dann nehmen wir mal die da. Ich bin Erster gerade sogar. Das ist praktisch. Scheiße. Durch da. So. Dann nehmen wir mal die Tür hier. Tschüss. So, nehmen wir mal nochmal die Tür. Shit. Ja, die Mitte ist es. Komm, lass mich durch. Hier ist auch das Problem, dass wenn man springt und alle auf einen Punkt sehen, man wird nur rumgeschubst. Und das ist eines der Probleme. Hier, ich habe gar keine Chance, hier irgendwas zu machen. Weil alle auf einmal durch diese eine einzige Tür am Ende wollen. So, jetzt muss ich mich mal kurz qualifizieren. So, da spielen wir mal den Kreisel. Der ist auch toll. Und den kann ich auch.
Was hat der denn da für einen goldenen Anzug? Den habe ich ja noch nie gesehen. Der ist mir neu. Und Tops. Allah. Warum bin ich denn jetzt hingefallen? Das ist eine gute Frage. So, und zack. Booster. Nein. Ich wollte einen Booster. Und das geht anders. Und ja, ich bin noch durchgekommen. Ich werde einfach manchmal auch dort einfach nur immer zur Seite geschubst. Oh, das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier faile. Und dann werde ich immer von diesem Rad zur Seite gehauen. Und wenn ich aufstehen will, werde ich wieder zur Seite geschubst. Bis ich irgendwann nach drei Dingern mal durch bin. Und ey, lol, der backt hier ein bisschen rum. Und hoppsala. Hops. Und diese Mitte, ne, die ist auch echt... Die kann man nicht nutzen. Man fällt immer runter. Wenn man alle Leute da beobachtet, die da rumspringen, da fallen so circa mindestens 90% runter. Und rüber. Okay, okay, da schaffe ich sogar noch. Ich bin 20. Komm, ich halte dich fest. Auch doch nicht. Dieses Spiel finde ich auch bisschen schwierig. Ich habe zwar so ein bisschen den Dreh raus, wie man das machen muss, aber dass die Dinger so riesig sind und dann, wenn man hinfällt und dann nochmal irgendwas auf dich rauffällt, das ist halt der größte Abfuck, den man haben kann. Am besten einfach immer hier am Rand laufen. Weil ich frage mich, ob diese Dinger sich hier eigentlich bewegen, wo es hier eine Abgrenzung gibt. Zum Beispiel bei diesen pinken Dingern hier. Das ist ja so eine Abgrenzung. Das sieht manchmal so aus, als würde sich das bewegen. Aber da täusche ich mich wahrscheinlich. Gerade bin ich sogar ziemlich gut dran. Los rüber. Festhalten. Auch doch nicht. Ah, Fußball. Das habe ich relativ selten eigentlich. Ach nee, das ist gar kein Fußball. Jawohl, sag ich doch. Selten habe ich mal dieses Fußball-Game. Und kann ich mal erzählen. Und zwar ist es so. Oh, ich bin mal zum ersten Mal auf einer anderen als Rot. Hopp. Los, macht, 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 macht. Los. Los, nein. Okay, wir sind gerade die Letzten. Das müssen wir mal dringend aufholen. Das war mal so, ich bin vor dem Ziel stehen geblieben, wollte jemanden einfach so... Moment, okay, macht ihr mal, ich muss hier ein paar andere aufhalten. Wie zum Beispiel Rot. Nein, 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 nein. Ihr macht das jetzt nicht fertig. Ihr macht das jetzt nicht fertig, nein. Ihr macht das nicht fertig. Ich will ins Ziel. Du, du, ich halte dich fest, ich halte dich fest. Komm, gib mir Kussi. Ich will kuscheln. Los, Team Blau, was macht ihr denn mit unserem Ball? Wir werden verlieren wegen euch. Nein. Nein. Hallo, was macht denn mein Team? Könnt ihr mal mit dem Ball kommen? Ja, wow. Wir haben jetzt nur wegen meinen Teammates verloren. Ich halte hier mit meinen anderen zwei Kollegen, die auch toll sind, den Ball auf. Und meine Teamkollegen werden nur von zwei Gegnern da hinten aufgehalten. Und die kriegen es einfach nicht gebacken, zweimal hier auszuschalten. Was ist denn mit denen los? So, nochmal zu der Story, als ich hier als Taube irgendjemanden vom Ziel abfacken wollte. Ich war, glaube ich, so, wenn ich reingehen müsste... Wäre ich so der Vorvorletzte oder der Vorletzte gewesen, bis der Letzte eigentlich. Hab dann vor dem Ziel gewartet, bis dann jemand kommt. Hab den festgehalten, der hat sich dann ja von mir losgelöst, ist ins Ziel gelaufen. Und er war der Letzte, der sich qualifizieren konnte. Ich habe dann einfach verloren, weil ich nicht ins Ziel gegangen bin, dann auf einen gewartet habe. Das war, lol, hä? Wieso kann man da drauf laufen? Du zeigst mir immer neue Dinge, die ich lernen kann. Und zack. Also bei diesen Memory-Dingen da, wo man sich diese
Früchte merken muss. Da kann, muss man ja auch nicht von Feld zu Feld springen, habe ich gesehen. Da kann man auch einfach drüber gehen, ohne zu springen. Das geht auch. Ich bin gerade Vierter. Das ist eigentlich ziemlich gut. So. Aber das Nervigste ist, auf diesen Rolldingern, wenn man auf dieser Rolle ist und da fünf Spuren gibt, wo es gerade rollt und man dort festgehalten wird. Das ist eigentlich das, wo ich am meisten festgehalten werde. Apropos, ich bin Dritter, sehr schön. Da werde ich meistens immer festgehalten. Na gut, mache ich auch. Vielleicht liegt es daran. Und tschüss. Das sind aber auch schöne Zeiten, wo ich heute aufnehme. Es ist gerade 10.07 Uhr. Das YouTuber-Lifestyle. Oh, ich bin mir gar nicht sicher, ob eine Runde schon mal so lange gedauert hat. Na, endlich ist im Ziel. Das ist ja schön. Da können wir endlich weitermachen. Tschüss, Taube. Dieser eine Hotdog-Typ da unten, der sieht ziemlich ungesund im Gesicht aus. Wird die Hautcreme sein. Und los. Und hier, da kann man echt gut die Leute festhalten. Nein, 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 du Assi. Einmal hab ich's geschafft, da ist der Typ sogar vor mir runtergefallen, weil ich ihn festgehalten habe. Nein, ich bin nicht immer so asozial, aber ich bin jetzt immer die Taube. Ich bin Taubi. Ich bin, glaube ich, gerade einer der Letzten. Ich werde wahrscheinlich diese Runde ausscheiden, wenn ich hier so weitermache. Danke. Ah, ich glaube, so, es sieht sogar gar nicht mal so schlecht für mich aus. Meine Taktik hier einfach durchlaufen. Tut in 90% der Fälle funktionieren. Die restlichen 10% gebe ich dann an meine Geschwister ab. Okay, ja, oh. 26. ist knapp geworden, aber ich habe es geschafft. Ey, schönes Kleid, was du da anhast. Das will ich auch. Frag mich, wo man dieses Einhornkostüm herbekommt. Das habe ich jetzt einmal im Spiel gesehen und sonst nie wieder. Ich will das auch haben. Wenn man hier festgehalten wird, ist das echt nicht toll. Aber ich wink euch mal zu. Hallo, ich bin die Taube. Oh, so, geht los. Ziemlich fresh siehst du heute aus. Cool. Oh, oh, Moment, Moment, Moment. Oh, was bist... Moment mal hier, der Typ. Der Spinnnetz-Typ. Ich glaube, der braucht eine Abreibung. Wie er mich festhält. Der trollt einfach hier. Oh, shit. Nein, nein. Oh. Der Typ... Moment mal. Ich werde hier die ganze Zeit nur rumgeschubst. Hallo, könnt ihr mich mal bitte nicht festhalten? Ich zeige euch an wegen Belästigung. Das geht ja mal gar nicht. Oh, dieser Trolling-Typ, der muss dringend raus. Moment, so, oh Gott. Knapp, knapp, knapp. Was ist das denn? Halb abgeschnitten. So drüber. Komm, ich halte dich fest, gib mir einen Kussi. Wer möchte nicht einen Kussi von der Taube? Da darf man auch nicht zu weit hinten hinlaufen. Sonst ist irgendwann zu Ende. Oh, in dem Spiel bin ich eigentlich immer weitergekommen. Bis auf ein, zweimal. Das war dann ein kleines Missgeschick. Okay, jetzt kommt mein Lieblingspart. Weil der ist immer am einfachsten. Wie die. Okay, komm, ich halte dich fest. Tschüss. Oh, er hat es doch geschafft, Mist. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was? Wie ist denn das jetzt so schnell passiert? Sind da gerade 23 von 29 ausgeschieden? Hä, aber wie schnell ging denn das gerade, lol? Die halbe Runde ist einfach raus. Ja, moin. Oh, ich habe meine 10k von diesem... von dieser Währung da. Was ist eigentlich heute für ein Shop? Ninja Meister. Ja, tut mir leid, ich habe nur eine Krone und die habe ich aus dem Battle Pass, weil ich noch nie gewonnen habe. Hui, hui, la 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 la. Ach
komm, die kaufen wir uns mal. Dankeschön. Ach, jetzt bin ich noch eine Taube. Egal, das fixe ich dann. Gut, wenn euch die Folge gefallen hat und habt ihr schon mal in Fall Guys einen Hacker gesehen, Saison 1, habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal einen gesehen habt. Ansonsten würde ich sagen, montags, mittwochs, freitags um 15 Uhr geht's weiter wie immer. Und dann bis zum nächsten Mal. Abonnieren, Glocke aktivieren und ciao, Leute.